Und damit, meine lieben Freunde, begrüße ich euch ganz herzlich zurück zu Legend of Mana und Ua. Ihr wisst, wir verfolgen diesen kleinen Knilch jetzt schon seit der letzten Folge. Ja. Hier in diesem tiefen, tiefen Dschungel, der uns irgendwo hinführt, der uns 100.000 Lucre bringt und, ja. Hinterher! Uah. Auch immer toll. Der rennt hier hin. Du musst ihn ansprechen. Dann rennt er zurück. Und läuft dann weiter. Spektakulär. War hier nicht gerade noch ein Pfad? Eigentlich egal. Wenn ich nicht weitersuche, finde ich auch nichts. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist der Pua-Typ hin? Hat er mich abgehängt? Okay, der Typ ist hier rechts lang gerannt. Deswegen gehe ich jetzt auch mal nach da rechts und hoffe einfach mal, dass ich den Typen hier finde. Ah, da drüben ist irgendwas. Im Busch, ich mach mich mal bereit. Boah. Hey, du mogelst. Du hast noch nichts gefunden, oder? Es ist kein Dukate, aber da hinten treibt sich ein großes Tier rum. Hey, wenn wir es fangen, machen wir damit vielleicht noch zusätzlich Kohle. Geld? Potzi, das ist nicht der richtige Weg. Er sollte echt besser zuhören. Ah. Potzi ist ins Feenland gerannt. Wenn du ihm folgst, landest du wieder am Dschungeleingang. Schau dir mal die Stelle an, wo ich gerade war. Da treibt sich ein komisches Tier rum. Du erhältst Säure. Ich heiße Ron. Meine Schwester Selki wollte herausfinden, warum sich die Feen so seltsam verhalten. Sie ist zum Regenhof gegangen, aber vielleicht versteckt sie sich jetzt vor Dukate. Konntest du sie suchen, wenn du Dukate gefangen hast? In letzter Zeit hast Dukate hier Ärger gemacht. Vielleicht kannst du ihn leichter fangen, wenn du mit jemandem da zusammenarbeitest. Ja, ist ja kein Ding. Ich arbeite gerne mit irgendjemandem zusammen, wenn sich mal jemand anbieten würde. Speichern. Wir speichern einfach mal. So. Ah, wo ist der jetzt hingerannt? Ich habe Dukate bestimmt 1 Million Mal gesehen, aber alleine kann ich ihn einfach nicht fangen. Hör mal, warum tun wir uns nicht zusammen? Klasse, treiben wir ihn in die Enge. Legen wir los. Schön, dass du einfach weiter rennst. Ja, aber... Hä? Hier entlang. Ich habe ihn aus den Augen verloren. Ja, aber wenn du immer wieder abhaust, dann verlieren wir ihn doch auch aus den Augen. Hier entlang. Ich habe ihn aus den Augen verloren. Ja. Und ich muss dann unten lang, oder was? Bin ich gar nicht begeistert, das weißt du.
Ich habe ihn aus den Augen verloren. Ich schnall's nicht! Oh shit, da sind Zombies. Oh nee, ne? Ich muss hier erstmal ganz kurz ausweichen. Ah! Oh shit. Komm bitte, erwisch ihn. Nein, nein, nein. Oh. Kann ich hier nichts machen? Schnellangriff? Verteidigen, Schnellangriff. Sprung. Daichi, Bambusfall. Okay. Ich muss echt ausweichen. Das gibt's nicht. Ich bin so gut wie... Ich bin tot. Na komm. Ich möchte ihn da erwischen. Gut, danke. Also mit X habe ich auch noch einen Angriff. Was ganz nützlich ist. So. Nein. Mann, jetzt. Boah. Gehst du mir auf die? Danke. Giftpulver. Oh, wieder Gegner. Aber hier waren wir doch schon mal, oder? So. Nein. Ich bin doch ausgewichen weit genug, ey. So. Bambusfalle. Ja, komm. Nein, ich habe die Schokolade nicht eingesammelt. Hat er mich jetzt gerade mit einem riesengroßen Fels angegriffen? Ernsthaft? Hat der sie noch alle? Einen riesengroßen Fels auf mich zu werfen? Bist du Lucre? Fleischschlag! Ich mache jetzt erstmal platt. Danke. So. So. Na komm. Ey. Diese Hitboxen oder dieses... Das ist das, worüber ich mich echt am meisten aufrege, ne? Bist du Lucre?
Warum kriegst du den Leichtschlag ab? Stufenaufstieg, ist alles schon mal in Ordnung? Quelle der Tiere. Hier kann ich gar nichts machen. Ich kann ja nirgendwo runter. Muss ich nicht verstehen. Dukates Revier. Na komm. Ich kann doch hier gar nichts machen, oder? Oder übersehe ich hier irgendwas? Und tschüss. Komm her, du dickes Ding. So. Nein. Das meine ich, die treffen mich von so einer weiten Entfernung. Reicht's mir? Wegen dir konnte ich jetzt den Gegenstand nicht einsammeln. Mann! Aber hier ist doch nichts. Wenn das hier sein Versteck ist. Ich kann ihn noch nicht ausweichen. Mann! Da brennen die alle nieder. So. Komm her, du blödes Ding. Ah, danke. Ja, zum Ende bekomme ich eine Schokolade, ne? Ist klar. Wer sagt, dass ich Schokolade will? Hatte ich schon wieder ihr. Ich kann vor denen aber auch nicht flüchten, ne? So, machen wir erstmal den platt. So. So. Komm. Ja, und jetzt kommst du dazu und dann bist du auch weg. Yes. Ja, ich habe voll das Brett erwischt. Wieso lebst du noch? Toll. Verstehe es nicht. Was ist meine Aufgabe? Ich war doch schon in seinem Versteck. Hier entlang. Das heißt also, ich muss andersrum. So verstehe ich das jetzt. Hoffe ich. So. Einmal drumherum laufen und den richtigen erwischen. Und den richtigen erwischen. So. Was hat mich geblockt? So. Ah. Nein. Genau. Den Move will ich haben.
Ach, schade. Also wir sollen ihm den Weg abschneiden, habe ich jetzt verstanden. Regenhof. Aber hier kann ich noch gar nicht den Weg abschneiden. Moment. Da muss ich doch lang kommen. Oder nicht? Nee, da komme ich gar nicht lang. Ah! So. Und jetzt erwischen wir mal einen wieder hier. So, Energie ganz kurz einsammeln. Immer kurz einmal ausweichen. Kristalle einsammeln. Einsammeln, einsammeln, einsammeln. Los. Danke. Jetzt müssen wir doch hier irgendwie langkommen. Da komme ich aber nicht lang. Das ist doch eine Sackgasse. Ich drehe durch. Nein. Das wollte ich haben, genau. So. Und komm. Das meine ich, das gibt's nicht. Wie ich die ganze Zeit immer an denen vorbeigeschlagen habe. Und jetzt gehe ich doch automatisch wieder nach links. Ich müsste aber doch nach rechts gehen. Moment. Ah, ich kann ihn einfach nicht finden. Wollen wir zusammenarbeiten? Ja, zusammenarbeiten. Danke. Ich raschle da mal drüben rum und jage ihn raus. Okay. Das heißt, jetzt sind wir rein theoretisch schon zu dritt. Diesmal entwischt er mir nicht. Ah. Okay. Ich würde sagen, dann gehe ich auch mal rechts lang. Ich glaube, es war das oberen rechts. Nope, es war das unten rechts. Ja, es muss das rechts gewesen sein. Nein, lass mich da durch. Ach, flüchten darf ich auch nicht. Okay. Klar lassen die Erfahrungspunkte fallen. Nein. Oh, ich hasse es. Man hat gar keine Chance, hier auszuweichen. Oh. Oh Mann. Nein, 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 nein. Ach Mann. Oh. Musste ich niesen und deswegen habe ich nicht getroffen. Getroffen. Nein. Weg mit dir. So, jetzt kriege ich meine Schokolade. Na gut. Der nächste. So. Bambusfäller! Und hat daneben getroffen.
Wunderbar, was wünscht man sich mehr als einen Bambusfäller, der daneben fällt, der daneben trifft? Wow, der hätte beinahe gesessen, ey. So, der ist auch weniger. Oh, der geht mir aber sowas von auf den Senkel. Danke. Jedenfalls ein paar Erfahrungspunkte. Ich finde es aber auch schade, dass hier die Gegnervielfalt jetzt nicht so in der Form stattfindet, dass die immer anders spawnen oder vielleicht mal sich der Gegner vielleicht ein bisschen ändert, sondern immer hier, ja, an der Stelle immer die gleichen Gegner sind. Ich glaube, genau das ist der Grund, warum dann die Mana-Serie, ich sag jetzt mal doof ausgedrückt, nicht erfolgreich weiterging. Weil, sind wir ehrlich, die Super NES-Teile und auch die Gameboy-Teile, also die, die wirklich ursprünglich nur auf Nintendo erschienen sind, die waren eigentlich alle durchweg gut. Muss ich gestehen. Also, ich fand sie sogar fantastisch. Secret of Mana, Legend of Mana. Legend of Mana. Secret of Mana, Trials of Mana. Oder, Mystic Quest. Lass mich doch auch mal zuschlagen, du blödes Ding. Rex-Teil. Alligatorhaut. Ja, der ist mir nicht gerade sehr sympathisch. So, immer ein bisschen Anlauf nehmen. Ah. Nein, 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 weg, 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 weg. Oh, beiseite. Oh Mann. Oh oh, der isst irgendwas. Wow. Der hat die Kerne ausgespuckt. Und er spuckt wieder die Kerne aus. Wie sage ich eigentlich nur 23%? 30%. Hallo? Der könnte ruhig mal hier ein bisschen Energie auftanken oder sowas, wäre ganz nett. Dukate. Kann auch nichts anderes machen, ne? Wenn ich ausweiche, regeneriert sich auch nicht meine Energie. Doch, sie regeneriert sich. Wenn ich lang genug ausweiche. Bleib mir fern. Lass mich meine Energie auftanken. Oh, shit, 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 shit. Nein, 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 nein. Das meine ich. Was soll ich denn da machen? Wow. Alter. Dukate, du bist echt hart. Komm.
Nein, 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 weg, 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 weg. Oh, shit, 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 shit. Oh, ich hab's geschafft zu überleben. Nein. Gibt's nicht. Komm, jetzt hau doch ihn ein, genau so. Oh oh, er spuckt wieder Kerne, er spuckt wieder Kerne. Abseits, abseits. Und wieder ran. So. Ey. Oh, Kerne, 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 weg, 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 weg. Hui, und wieder ran. Jawohl, erwischt. Hat ihm gar nicht so viel wehgetan, wie ich eigentlich erhofft hätte. Oh, shit, 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 shit. Yes! Ah, wir kamen rechtzeitig weg und ich lebe. Das könnte schon der wichtige Treffer gewesen sein, dem ich ausgewichen bin. Nochmal den Lay-Schlag, der voll daneben ging. Weil er meinte, eben mal seine Attacke auszuführen und deswegen ging meine Attacke daneben. Yes. Komm. Und da haben wir ihn. Der wurde jetzt weggetragen. Egal, wir haben die Erfahrungspunkte. 420. Stufenaufstieg. Was will man mehr? Haha. Weißt du, wir zwei verstehen uns echt nicht. Und außerdem sind wir beide Versager. Wenn es am meisten drauf ankommt, kriegen wir uns immer in die Wolle. Vielen Dank für eure Unterpfiffung. Ja, ja, gehen wir. Und bevor wir bei dir, möchte ich mich dafür bedanken, dass du uns unterpfiffhaft. Hier hast du 500 Lucke. Was? Mehr nicht? Oh, ich dachte, du wärst anders als diese Feinden. Naja, tut mir leid. Mehr Geld kann ich dir nicht geben. Aber nimm verpfiffen dafür. Haha, Mr. Etepetete legt mal wieder jemanden rein. Uralte Steintafel erhalten. Alles klar, machen wir uns auf den Heimweg. Auf Wiedersehen. Tschüss. Es geht bergauf uns. Ja. Okay. Jagd auf Dukate. Ja. 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 Dann würde ich sagen, liebe Leute, danke, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder mit einem neuen Bereich. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trohaut rein. Tschüss.